Hey allerseits, ich bin Sammy, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch ein Q&A-Video. Ich werde einige Fragen für euch beantworten, die in der letzten Zeit sehr häufig gestellt worden sind. Also bleibt dran, ich habe mir alle Fragen in mein Notizbuch reingeschrieben und muss auch sagen, das sind die interessantesten Fragen, die ich schon seit langem bekommen habe. Hoffentlich nehmt ihr etwas aus den Antworten mit. Stellt mir auch für ein kommendes Q&A-Video in den Kommentaren weitere Fragen, die euch interessieren. Daraus könnten wir vielleicht etwas Regelmäßiges machen. Hinterlasst dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn ihr Spaß an den Videos habt. Und ich würde sagen, wir legen los. Das ist eigentlich ganz einfach. Mein iPhone, dann habe ich immer meinen Autoschlüssel dabei. Mein Planer auf jeden Fall, weil ich da alles aufschreibe, was mir in den Sinn kommt, von Videoideen zu Konzepten, Geschäftsideen, und ja, hier findet eigentlich mein ganzes Leben statt. Es waren drei, dann definitiv mein Laptop, weil ich immer von überall arbeiten muss, und dann noch Kaugummi für einen frischen Atem. Bevor ich diese Frage beantworte, sollt ihr mir jetzt aber in den Kommentaren mal drei Fakten über euch schreiben. Aber was mich betrifft, ich trinke jeden Morgen einen Detox-Drink. Nächster Fakt, ich wache jeden Morgen zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr auf. Und das Erste, was ich jeden Morgen mache, ist es, 50 Liegestützen zu machen, sobald ich aus dem Bett rauskomme. Es ist sowohl ein Vor- als auch ein Nachteil, und ich erkläre euch jetzt auch wieso. Vorteil, der liegt eigentlich auf der Hand, wenn man Besuch bekommt, sei es von der Familie, mit meiner Schwester Donja, meinem Neffen, meinem Schwager, meine Eltern, die müssen sich kein Hotel nehmen, um nach Berlin zu kommen. Die können einfach zu mir kommen und es ist noch ausreichend Platz und man fühlt sich auch nicht erdrückt, weil ihr wisst, wie es manchmal sein kann, und ich spreche aus Erfahrung, weil ich das 21 Jahre meines Lebens gemacht habe, auf einem kleinen Raum mit einer, eben in einer fünfköpfigen Familie zu leben, und dann bleibt einfach wenig Platz für Privatsphäre. Der Nachteil, würde ich sagen, ist es, das Apartment zu putzen. Was wiederum aber auch kein Nachteil ist, weil mittlerweile habe ich eine Putzroutine für mich entwickelt, die mir auch Spaß macht. Und ja, ich putze dieses Apartment selbst. Ich habe dafür niemanden eingestellt, auch wenn mir das irgendwie jeder empfiehlt. So Sammy, ist es voll günstig, sich eine Putzhilfe zu organisieren. Und es gibt diese und diese Apps. Kann man sehr gerne mal ausprobieren. Why not? Irgendwie gibt mir das so eine gewisse Ruhe beim Putzen. Ich höre dann Musik. Und da macht es mir auch Spaß und das hilft mir extrem runterzukommen, einfach die Wohnung sauber zu halten. Ich finde Veränderungen großartig und Veränderungen sind das Einzige, was uns als Menschen eben auch vorantreibt. Mein persönliches Lebensmotto ist, dass ich in einem ständigen, kontinuierlichen Entwicklungsprozess sein will. Die Person, die ich gestern gewesen bin, ist nicht die Person, die ich heute bin, und die Person, die ich heute bin, ist nicht die Person, die ich morgen sein werde. Und das ist alles so eine Kopfsache, dass man einfach bereit ist und offen ist, Veränderungen zu akzeptieren und wirklich zuzulassen. Veränderung ist so wichtig für eure persönliche Entwicklung, für meine persönliche Entwicklung, und deswegen finde ich Veränderungen großartig. Ich bin wirklich sehr stolz, auf die Entwicklung der letzten 9 Jahre zurückblicken zu können, wie ich mich da gesteigert habe, sowohl qualitativ als auch menschlich mich einfach weiterentwickelt habe. Deswegen sind die Videos privat und nicht gelöscht, aber eben auch nur für mich und nicht für alle Menschen, die vielleicht gerade das allererste Mal auf mich stoßen. Damit die Leute auch eben den Sammy kennenlernen, der ich heute bin. Damit sie nicht sagen, hey, warum bist du gar nicht so wie in dem Video von vor 7 Jahren? Weil das bin ich tatsächlich nicht mehr. Aber das hat alles was mit Reife zu tun. Das Ganze hat natürlich auch einen positiven Effekt, dadurch, dass viele meiner Videos jetzt privat für mich gestellt sind. Werde ich natürlich noch mehr bewegt sein, Videos zu produzieren, Inhalte zu produzieren, damit der Kanal reich an Themen ist und ja, an nichts fehlt. Ich werde nach wie vor Food-Videos machen, nach wie vor Videos, die ihr auch von damals kennt. By the way, die Sonne scheint immer mal wieder. Ich werde mich nicht über die Natur beklagen, ich freue mich sehr über die Sonne. Aber falls es mal heller wird, wisst ihr Bescheid. Ich habe, und das war mir wichtig, einer meiner allerersten Videos aber online gelassen, einfach um einen Startpunkt zu haben für diesen Kanal. Und weil es auch viele gibt, die mich über dieses Video auch kennengelernt haben. Und das ist so etwas, was ich euch lassen wollte, damit ihr eben auch ja, so einen Grundstein meines Kanals habt. Ja, und das war's eigentlich. Also es ist eher etwas Persönliches für mich und für mich einfach ein neues Kapitel. Und ich hoffe, ihr freut euch auf alles, was kommt. Jetzt wollen wir aber erstmal weitermachen mit ein paar anderen Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich habe mich sehr gefreut, als ich diese Frage gelesen habe, weil ich sehr viele Bücher lese und ein absoluter Bücherwurm bin. Ich finde
es so wichtig zu lesen und eben belesen zu sein und sich nicht nur für ein Thema zu interessieren und nicht nur zu sagen, hey, ich kenne mich super aus, was Popkultur betrifft, sondern wirklich eine Bandbreite an Büchern zu lesen. Und ich habe mittlerweile ein riesiges Repertoire, was in meiner Apartment-Tour noch nicht zu sehen gewesen ist. Aber ich glaube, das ist ein Videothema für sich. Ich glaube, ich werde demnächst einfach mal ein Video zum Thema Bücher machen. Aber um die Frage zu beantworten, was ich derzeit lese, ist von Christopher Klein, 9 to 5 muss nicht sein. Das Buch dreht sich rund um das Thema passives Einkommen und wie man eben eine finanzielle Unabhängigkeit im Leben erreicht. Also was das Thema Finanzen betrifft, um sich eben mit solchen Themen auch auseinanderzusetzen. Ziemlich interessantes Buch. Ich finde diese Frage extrem interessant, weil ich habe natürlich dazu eine Antwort und eine Meinung, aber ihr müsst den Hintergrund meiner Antwort kennen, und zwar, dass ich eben in sehr bodenständigen Verhältnissen aufgewachsen bin. Also ich bin nicht in Saus und Braus und im Reichtum im Hause reicher Eltern aufgewachsen. Nein, im Endeffekt ganz im Gegenteil. Meine Eltern waren Immigranten. Mein Vater würde jetzt sagen Arbeiterklasse, und das sind Menschen, die hart gearbeitet haben, um ihre Familie ernähren zu können. Und ich weiß, wie es ist, wenn eben ein Einkommen für eine 5-köpfige Familie ausreichen muss. Zum Essen, für die Bildung, Schulsachen. Und Schulsachen sind verdammt teuer, wenn ihr mich fragt. Ich weiß nur zu gut, wie es eben ist, wenn man eben nicht so viel Geld hat. Und ich bin extrem trotzdem stolz darauf, dass ich aus solchen Verhältnissen eben komme. Weil dadurch kenne ich eine gute Balance, dem Ganzen nicht zu viel Gewichtung zu geben, auch wenn ich natürlich einen gewissen Lebensstil lebe. Und ich würde lügen, wenn ich sage, ich würde Marken nicht mögen oder Luxus. Aber das hat auch viel mit meinem Job zu tun, weil ich eben auch mit sehr vielen Luxusmarken zusammenarbeite. Das ist einfach die Balance, die extrem wichtig ist. Und macht mich das als Mensch aus? Nein. Also für mich persönlich nicht. Ich genieße das. Ja, und ich genieße es, dass ich eben einen Lebensstil habe, der mir hilft, auch meine Eltern finanziell zu unterstützen. Meine Mutter konnte ihren Job aufgeben, weil ich sie finanziell unterstützen kann. Und da steckt einfach viel, viel mehr hinter meinen Beweggründen, warum ich viel arbeite. Und das hat auch meine ganze Arbeitsmoral einfach geprägt in meinem Leben. Wenn du etwas erreichen willst, dann musst du dafür arbeiten. Und das habe ich an meinem Vater gesehen und an meinen Eltern. Und das ist im Endeffekt, ja, Materialismus muss nicht per se negativ sein. Und Marken machen dich als Menschen nicht aus und Marken machen mich auch nicht als Menschen aus. Ihr wisst jetzt, wie es ist. Ich bin jetzt nicht in einem Elternhaus aufgewachsen, wo ich über Kontakte zu der Person geworden bin, die ich heute bin. Und das ist auch gut so. Und dafür bin ich extrem dankbar. Und umso mehr bin ich extrem dankbar für das Leben, was ich heute habe. Ja. Genug zum Thema gesagt. Meine Arbeitsmoral ist unerschütterlich und das passt eigentlich sehr gut zur vorangegangenen Frage, woher ich eigentlich meine Arbeitsmoral habe, von meinen Eltern, weil wenn du etwas erreichen willst, dann musst du es vor Augen haben. Und was ich dazu tue, ist, ich habe immer meinen Notizblock dabei, ich schreibe mir alles immer auf, um das eben visuell vor mir zu haben, was ich im Leben erreichen will, was ist mein nächstes Ziel. Und sofern du diese Ziele vor Augen hast, entwickelst du eine Leidenschaft zum Arbeiten, und wenn du weißt, was durch deine Arbeit eben ermöglicht werden kann, dann arbeitest du umso härter. Und deswegen ist, glaube ich, meine Arbeitsmoral so, wie sie ist. Die Frage kann ich dir sehr gerne beantworten. Ja, kann ich sehr, sehr gerne machen, auch wenn es für viele wahrscheinlich schwer ist, das Ganze zu greifen und zu verstehen, weil mein Job sehr von mir als Persönlichkeit abhängt, als Sami Slimani, eben meinen Job machen zu können. Aber das ist, ja, ich werde es auf jeden Fall machen, und dann werdet ihr einen Einblick bekommen, was mein Beruf so ausmacht. Ich sage immer wieder, Berlin is the place to be, und wenn du dich persönlich weiterentwickeln willst, dann ist Berlin, glaube ich, schon die richtige Stadt, die sehr viele Möglichkeiten bietet. Ich sage immer wieder, Berlin ist so die Stadt der Startups, der kreativen, jungen Leute, die gerne etwas machen wollen, und es war für mich einfach nur logisch, in diese Stadt zu ziehen, weil hier einfach sehr viele Agenturen sind. Hier ist auch meine eigene Agentur vor Ort, und ich kann dadurch einfach so viel mehr machen, mich mit so vielen kreativen Menschen auseinandersetzen, treffen und herumspinnen, was alles möglich ist. Ich würde schon sagen, dass ich fast schon 10 Jahre, wenn nicht sogar länger, K-Pop höre. Und wen ich da in dem Bereich sehr, sehr gerne höre,
Ich meine, liegt auf der Hand, BTS, EXO, CLC, 17, 2NE1, es gibt so viele. Aber die Musik ist auch gut. Habt ihr Blooming Days von EXO schon gehört? Richtig guter Song. Die Antwort könnt ihr euch sicherlich schon denken, wenn ihr wisst, wie ich als Mensch ticke. Und allen voran, was mich glücklich macht, ist meine Familie und die Menschen, die ich eben noch zusätzlich zu meiner Familie zähle. Und definitiv die Tatsache, eine Inspirationsquelle für Menschen sein zu können. Und das lese ich immer wieder täglich oder wenn ich eben meine Zuschauer treffe. Ich habe zum Beispiel gestern erst einen Zuschauer getroffen, der eben in meinem Alter ist und mir gesagt hat, Sammy, ich war einer deiner ersten Abonnenten und du hast mich inspiriert, das Beste aus meinem Leben zu machen. Und jetzt ist er so erfolgreich im Finanzbereich und macht sein Ding. Und das ist extrem schön zu hören. Und eben so eine Quelle für die Inspiration zu sein, dein bestes Leben zu leben, das macht mich extrem glücklich und das ehrt mich extrem. Und ja, das gesagt zu haben, will ich dieses Video beenden. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch sehr gefallen. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und bis zu meinem nächsten Video. Ich freue mich. Bis dann, euer Sammy.